Mein Name ist Cosimo. Ich hatte mit 27 die Diagnose Hodenkrebs im Jahr 2020 während der Pandemie und damals den Tumor im ersten Lockdown gespürt. Also an dem Tag, wo er den Ultraschall drangehalten hat, ging es am nächsten Tag für mich direkt ins Krankenhaus. Ich sollte mich dann für eine Urologie entscheiden. Er hat mir eine empfohlen. Ich habe mich gegen diese Urologie in Bonn entschieden, im Nachhinein leider, sondern für ein Krankenhaus in Koblenz, wo meine Familie wohnt, weil ich näher bei meiner Familie sein wollte. Und dort bin ich dann donnerstags vorstellig geworden. Also mittwochs war das Gespräch bei meinem Urologen, donnerstags dann im Krankenhaus gewesen. Die haben dann auch noch mal Ultraschall gemacht, das auch den Verdacht auch noch mal bestätigt. Und weil ich quasi mit meinem Urologen direkt schon gesprochen hatte, ob man das dann irgendwie ersetzen kann. Weil das war einer meiner ersten Fragen, nachdem klar war, okay, ich werde jetzt nicht daran sterben, hatte ich das dann auch direkt angemeldet. Und dort der Assistenzarzt hat sehr versucht, sehr behutsam mit mir umzugehen und mir diese Diagnose mitzuteilen. Und ich guckte ihn irgendwann an, ich so, Junge, ich weiß schon, weswegen ich hier bin. Ich habe Hodenkrebs, können wir jetzt mal weitermachen und mich behandeln? Und dann hatte er mich ein bisschen schockiert angeguckt, und hatte dann sofort seinen Oberarzt gerufen und dann ins CT. Und dann bin ich ein Wochenende zu Hause geblieben und dann montags direkt operiert worden. Also bis zum OP-Tag hatte ich überhaupt keinen Kontakt zu anderen Patienten, weil ich quasi von der Kardiologie in die Radiologie, wurde überall auf den Kopf gestellt, und bin quer durchs Krankenhaus hoch und runter gerannt. Man hatte sogar die Ausnahme gemacht, dass meine Mutter mit dabei sein durfte, weil junger Patient mit Krebsdiagnose. Da haben sie dann auch gesagt, ich kann mich noch an die Narkoseaufklärung erinnern, wo die Assistenzärztin gesagt hat, machen Sie sich keine Gedanken, ich bin viel gefährlicher für Sie als Ärztin, als Sie für uns, wegen Corona jetzt. Und deswegen, meine Mutter durfte dann ausnahmsweise da dabei sein. Genau. Aber ich hatte bis zum OP-Tag überhaupt keinen Kontakt zu anderen Patienten. Als ich dann nach der OP quasi wieder auf meinem Zimmer war, lag ich neben einem 70- und einem 80-Jährigen. Beide sehr nett, aber ich habe den Altersschnitt da auf der urologischen Station gesprengt. Ich war sehr unzufrieden mit dem ersten Krankenhaus, wo ich war. Das habe ich auch bei dem Histologiegespräch angebracht, besonders mit der Pflege in diesem Krankenhaus gab es Streitigkeiten. Aber auch mit der Therapieempfehlung. Mir wurde eine Bestrahlung empfohlen, die schon seit, ich glaube, 10, 15 Jahren outdated ist, wenn man die aktuellen Leitlinien sich anschaut. Und ich habe mir Gott sei Dank eine Zweitmeinung geholt und habe dann aufgrund dieser ganzen Sachen mich entschieden, das Krankenhaus zu wechseln, die Klinik zu wechseln. Bin dann in eine andere Klinik gegangen. Dort gab es gar keine Urologie. Und war dann auf einer festen Onko, hatte aber den Vorteil, dass dadurch, dass die nicht so viel Erfahrung mit der Therapie hatten, sich strikt an die Leitlinie gehalten haben und sich selbst Kontakt gesucht haben zu Urologen und dann meine Bilder auch immer interdisziplinär zwischen Kliniken hin und her geschickt wurden, weil sie dort sehr streng nach den neuesten Leitlinien arbeiten wollten, war für mich dann ein Riesengewinn. Dort war ich dann auf einer festen Station, festen Onko. Außer für die Pleo-Tage, da kommt man halt noch mal ambulant in eine Tagesklinik. Die war aber dann auch in demselben Krankenhaus.